Stimmt, ich habe gar nicht mal mein Kriegsvolk gerade. Ich habe ja leider letztes Mal reingeschissen, habe meine ganzen gepanzerten Ritter alle gelöscht. Idiot. Wirklich, Hornkrieger, die sind vor allem in unebenen Terrain gut. Das ist gut. Ja, aber wir sind, haben jetzt nicht so viele Nachbarn davon. Und wenn man sie mit anderen vergleicht, sind die Werte auch nicht so. So, jetzt haben wir ein neues Kulturinteresse, das ist auch gut. Obwohl, na gut, sie halten viel aus, aber das sind sie immer noch schlechter als einfach die ganz normalen schwere Infanterie. Ey, aber die KI von Benin kriegt es gerade so geschissen, sich zu verteidigen. Problem ist, also die ganzen Kinder erben halt irgendwie alles weg. Ui. Das ist eine nice Tochter, die sie da haben. Die Cousine. Eine nice Tochter. Ja, deine Tochter hat eine schöne Tochter zur Welt gebracht. Eine wunderschöne und Genie, das ist gut. Ja, ich brauche schwere Infanterie. So was. Ja. Übrigens, da muss ich mal gucken, ob ich da nicht mal hier... So, du machst jetzt das erste Mal, will ich, dass das klar geht. Da, danke. Oh ja. Kultur, Innovation, ja. Wir haben die Erbherrschaft, wie schön. Sehr schön, Glückwunsch. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass meine Ländereien sich in Iberien vergrößert haben wieder. Ihr scheißt jetzt da rein, dann haben wir das auch hinter uns. Gab es nicht irgendwelche Regelungen, wie es mit... Bitte? Gab es eigentlich mit dem Römischen Kaiserreich irgendwelche Regelungen, mit Afrika abgeht? Nee, bisher nicht. Bisher leider gar nicht. Es ist um Iberien so viel gab, aber nichts um Nordafrika. Ja, richtig. Aber das ist, liegt ja auch da zusammen, dass ich mit Mare Nostrum, das war ja noch ein ganz anderer Spieler, da ja ein paar Abmachungen getroffen habe, da hatten wir noch gar nicht im Sinne, dass wir Afrika vereinen wollen. Das ist ja schon sehr lange her. Ja, und der ist ja nicht da. Ist er eigentlich für immer nicht da, oder? Er hat aufgehört, glaube ich, ja. Dann wäre es also wirklich mit dem Kaiser Verhandlung. Genau, da muss man echt mal gucken. Und ich bin ganz ehrlich, das wird halt nicht passieren, dass wir das auf normalen Wege kriegen, diplomatischen Wegen. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, und deswegen ist es wahrscheinlich wichtig, dass wir dann die geballte Macht von Afrika da dann in dem Fall dahinter haben. Ja, das wird sehr eng. Entschuldigung. Das wird richtig hart. Also wenn wir gegen Westrom kämpfen müssten, das wird richtig, richtig krass. Die Zehente, Alter, warum? So, apropos, das sagst du was, ich muss mich da mal... einschleimen. Genau, aber macht euch so langsam ready, dass wir bald Abbasid angreifen. So, da sind wir wieder. Welcome back. Wo ist der denn? Boah, ey, sind viel zu viele Channels hier irgendwie total wild verteilt. Was habe ich gehört? Wir sollen uns bereit machen für Krieg? Ja, wegen Abbasid. Ich will versuchen, den da rauszuziehen. Ah, wo ist der denn? Wieso sind die jetzt... Great. Vorsicht, hier ist Mali. Ich möchte es nur sagen. Assalamu alaikum, mashallah. Ich hätte gerne eine Audienz mit dem Herrscher Struhan von Shamit. Wenn das möglich ist. Soweit ich weiß, doch der Herrscher von Struhan für sich selbst sprechen. Wenn er mit mir sprechen will. Um welche Angelegenheit handelt es sich denn? So lasset uns eventuell in einen eigenen Chill gehen? Gerne, wenn ich die Erlaubnis meines Sultans habe. Kalifen habe. Natürlich habt ihr die Erlaubnis. Vielleicht kommt der Kalif vom Phoenix Empire direkt einmal mit, da es so scheint, dass ihr ja sehr gut aufeinander abgestimmt seid. Nun, dann werde ich natürlich gerne mitkommen. Einfach Westeuropa Diplo 2? Westeuropa, okay, ja. Einfach ein Hoch. So, sorry, bei mir passiert hier gerade eine Menge im Spiel. Deswegen muss ich gerade mal gucken. Ah, warum ist das so?
einmal gerade regeln hier. Machen wir das einfach. Ja, werte Herrschaften, werte Herren aus dem Osten, euch scheint es nicht an euch vorbeigegangen zu sein, dass es länger Konflikte gab zwischen den Afrikanern und dem Abbasidenreich. Nun, um ganz ehrlich und offen herauszusprechen, gab es schon sehr lange den Plan, dass wir Afrikaner gemeinsam das Abbasidenreich angreifen und die Regionen in Afrika befreien von diesem Herrscher, der dort auf dem Throne sitzt. Nun, da ihr denselben Glauben besitzt, wünsche ich, dass wir eine Übereinkunft finden, wie wir das regeln können, ohne in den Konflikt mit dem Phoenix Empire zu geraten. Salam erst einmal. Bitte? Salam. Ja, um welche Ländereien geht es hier ganz genau? Welche Grafschaften, Herzogtümer und ja. Nun, es geht um das Königreich Afrika und um das Königreich Ägypten. Ausgeschlossen die Halbinsel Sinai, da dies, so uns ist dies bekannt, eine heilige Stätte des Islams darstellt. Und die wollen wir natürlich nicht anfassen. Das soll der Eigentum sein. Wir Afrikaner wollen nur unseren Kontinent vereinen und haben schon lange quasi mit diesem Gedanken gespielt. Und aktuell ist ein guter Moment, um unsere Träume zu verwirklichen. Es gab mit dem nun leider verstorbenen Herrscher von dem Phoenix Empire ein paar Absprachen diesbezüglich. Nun hoffe ich, dass wir dies vielleicht auch so umsetzen können mit dem neuen Herrscher und seinen Untergebenen. Da muss ich die Frage auch an unseren anwesenden Sultan weiterleiten. Nun, da ich das nicht alleine entscheiden kann. Nun, grundsätzlich sehe ich das so, dass solange die Grenze zwischen den Provinzen von Zayzayt und Kairo zu Sinai, also dem Delta und Kairo zu Sinai, wo der in naher Zukunft von wahrscheinlich irgendwann mal gebauter Suezkanal steht. Ich habe da schon größere Pläne, wenn ihr das... dort die Grenze ist, sehe ich zumindest da kein Problem. Jedoch, wenn mein Großalamar mir davon abrät, Kairo in Stich zu lassen und gegebenenfalls Kairo, wenn ich sogar uns meinem Reich Einzug liege, dann werde ich meine Position und die Position meines Vaters überdenken müssen. Gut, dann wir sind quasi kurz davor und sammeln bereits unsere Mann und dementsprechend würde uns nahe Entscheidung sehr, sehr zugute liegen. Und ich finde, es wäre eine sehr gute natürliche Grenze, das Rote Meer und natürlich die Halbinsel Sinai, die im islamischen Glauben beibehalten werden soll. Und so hätten wir Afrikaner auch unseren Willen durchsetzen können, dass wir Afrika befreien von allen anderen. Solange unsere Glaubensstätten geachtet werden und innerhalb unserer Grenzen bleiben, können wir hier Kairo euch überlassen, um den Frieden an den Grenzen zu wahren oder unserer Nachbarn zu wahren. Denn auch der, ich sag mal, abtrünnige Malik, der Abbasid, hat es jetzt auch nicht verdient, so eine schöne Stadt zu halten. Da müssen wir auch ehrlich sein. Dann werde ich hiermit ein Diskret rausgeben, und zwar, dass sich das Phoenix Empire und alle seine Vasallen in einem Krieg zwischen den Afrikanern und Abbasid rauszuhalten haben, solange die Afrikaner keine Provinzen rechts vom Delta und Kairo verlangen. Gut, so lasst uns dies auch einmal schriftlich festhalten, um einen Vertrag einzugehen, wenn dies gewünscht ist. Nun, gerne doch. Ja, und ich setze dir das Schriftstück auf. Ich schreibe das in den Channel, ja. Wenn das in Ordnung ist. Perfekt. Gut, dann sollte es zum Krieg kommen, zur Zeit seid ihr rein formal verbündet mit dem Abbasidenreich. Deswegen habe ich auch direkt den werten Groß-Alamar Struhan gefragt nach einer Audienz. So, werdet ihr den Abbasidenreich zu Hilfe kommen oder werdet ihr euch da raushalten? Wir werden hier unser Bündnis passiv einhalten.
In Ordnung. Damit wenn das Ihnen als Antwort reicht. Gut, dann bedanke ich vielmals. Wir werden uns an diese Abmachung halten. Das kann ich euch Ihnen versprechen. Und sollte das alles umgesetzt sein, so lasst uns doch noch einmal treffen, eine Audienz und darüber, wie soll ich sagen, wir hatten vor kurzer Vergangenheit Besuch aus dem Norden, einen darauf trinken. Über dieses Friedensverhältnis. Ja, aber eine Feier. Meinen, ne? Bitte? Ich hab's akustisch nicht verstanden. Sie werden natürlich statt Alkohol nur Ziegenmilch meinen. Natürlich, natürlich. Oder ich weiß gar nicht, was Alkohol eigentlich bedeutet, wenn ich ehrlich bin. Es ist ein teuflisches Gefühl. Wenn ich es richtig verstanden habe, wollen wir ein Fest feiern am Ende des Tages. Und ein Fest ist immer eine gute Nachricht. Korrekt. Gut. Danke, mein Großvater Marvin, natürlich sehr viel weiser als ich. Wir wissen natürlich sofort, was er gemeint. Gut. Wir müssen ja auch die Integration der Kulturen wahren. Gut, so, dann gehabt euch wohl. Ich bereite den Vertrag vor und sollte es da irgendwelche Einwände geben, so lasset es mich zeitnah wissen. Natürlich. Ja, perfekt. Wollen wir zurückkehren in unsere Reiche? Ja, natürlich. Gehabt euch wohl. Benin ist da! Ja. Noch Digga, dein Reich hält sich gut. Also, du hast ganz viel Krieg und so, aber ey, hält sich gut. Und du bist koptisch geworden, warum auch immer. Was? Echt? Ja. Nice! Ich finde das eigentlich, nicht so nice, wenn ich ehrlich bin. Koptisch ist falsch, oder? Ihr seid doch nicht koptisch. Genau. Ich weiß nicht, wie das passiert ist, leider. Aber muss er jetzt zurückkonvertieren, ist halt so. Der ist mit meiner Schwester verheiratet. Ja, und hat er das irgendwie angenommen oder so. Scheiße. Oder das Kind wahrscheinlich. Aber joinst du gleich? Irgendwie? Ja, ich weiß nicht. Ich habe noch keine Info vom Bono bekommen. Also okay, aber du hast ihm schon geschrieben, ne? Ja, aber er meldet sich. Also dein Haupterbe ist koptisch-nubisch. Nice. Ja, er ist koptisch, aber Kultur ist nubisch. Ja, ist doch gut. Aber ich wollte ägyptisch-nubisch. Ägyptisch-nubisch gibt's heute nicht mehr. Ich habe ein wichtiges Anliegen an meine Mitherrschaften von Afrika. Ja. Es gibt sehr positive Abstimmungen mit dem Phoenix Empire, das wir nun auch vertraglich festgehalten haben. Ich habe mir erlaubt, auch in euren Namen zu sprechen. Und das Phoenix Empire würde einem Krieg gegen Abbasidenreich bis hin zur Halbinsel Sinai nicht beiwohnen und würde diese Ländereien quasi abstoßen, sodass wir diese unser eigen nennen können. Das bedeutet, das Königreich Ägypten und Afrika ist zum Abschuss bereit, abgesehen von der Halbinsel Sinai. Gut. Mhm. Okay, und was ist mit dem Verbündeten vom Abbasidenreich? Der hält sich raus. Okay. Der wird den Krieg beitreten, aber wird passiv dabei sein. Passiv aggressiv sein. Könnte ich vielleicht entweder Emirat Kyrenaika oder vielleicht Syrate kriegen? Oder vielleicht auch nur eine Grafschaft daraus? Oh, finde ich sinnvoll. Wir müssen gleich eben mal überlegen, wie wir angreifen, dass wir alles gleichzeitig kriegen. Also ich kann nur um Herzogtum angreifen. Ich bin nicht illusor. Ich könnte halt um das ganze Königreich Ägypten Krieg führen. Ist aber das Problem, dann habe ich das alles. Und das müsste Benin, wenn dann, machen. Richtig. Oder Benin müsste Afrika nehmen, das wäre sinnvoll. Das nee, beides ist auch okay. Ich meine, mir reicht es, wenn ich erstmal. Wir können uns ja langsam vorarbeiten. Beziehungsweise anders. Ich darf gerade keine Angriffskriege gegen die führen, obwohl es ist KI. Weil ich habe immer noch eigentlich eine Absprache mit denen. Halt, ich weiß halt nicht, wie das ist, wenn da jetzt KI ist. Da ist KI, das ist die Absprache hin. Wenn die KI ist, ist das vorbei. Aber sieht, ist KI. Echt, warum? Ist er nicht da? Der ist nicht mehr da, der hat aufgehört. Ja, der Phoenix Empire hat aufgehört. Phoenix Empire hat auch aufgehört. Phoenix Empire hat aufgehört. Aber sie hat nicht aufgehört. Er hat nur keine Vertretung gefunden. Genau. Oder so irgendwie. Beziehungsweise der Abbasiden-Spieler war vorhin kurz im Spiel drin, ist dann aber wieder rausgeflogen und seitdem habe ich ihn auch wieder nicht gesehen. Ich bin gerade dabei, auf Kanem. Ach Gott, wie heißt das scheiß Ding? Kanem Bon.
Keine. Nee, Kyranaika einen Anspruch zu fingieren. Wir hatten dir erlaubt, das zu nehmen? Ich hab's jetzt einfach mal gemacht und dann einen Anspruch auf was anderes. So, dass es einfacher wird. Später vielleicht. Ah, ja, ich merke schon. Wer wohin Krieg führt. Ich merke schon, wir müssen wirklich mal nach Westen ziehen. Ja gut, Anspruch haben und den durchsetzen ist was anderes wie Anspruch haben und... Das ist doch schon ein Frevel, dass ihr unsere Länder beansprucht oder die Länder, die wir beanspruchen, beanspruchen. Ja gut, wenn ich einen Anspruch habe, muss ich ihn ja nicht durchsetzen. Das hat ja nichts zu sagen. Das ist aber schon mal ein Zeichen, was er damit setzt. Stille. So, hab ich's richtig geschrieben? Afrikaner in Afrikanern. In einem Gespräch mit dem Phönix-Empire und seinen Untergebenen wurde nun eine natürliche Grenze zwischen Afrikanern und Muslimen festgelegt. Alles westlich von der Halbinsel Sinai, in Klammern Suezkanal, sowie dem Roten Meer soll unter afrikanische Herrschaft gelangen. Alles östlich davon soll muslimisch bleiben und in einen langwierigen Frieden gefeiert werden. Passt doch, oder? Ja, passt. Kann man so stellen lassen. Gut, dann bereiten wir uns vor. Also ich bin eigentlich schon ziemlich nah ready. Ist so die Frage, wie es bei euch aussieht. Also ich bin gerade bei 25% bei meinem Krieg, sollte aber schnell durch sein dann. Super. Wir müssen überlegen, wie wir die Ansprüche knüpfen, wie wir das umsetzen. Ich würde das echt erstmal mit den Admins absprechen, wegen mir, wegen dem, was ich da... Kanemborum, meinst du, ne? Mit Sinai nee. Und so. Nee. Nee, weil ich ja, wie gesagt, eigentlich noch einen Nicht-Angriffspakt Abbasidenreich hast. Mit dem Abbasidenreich. Ja, dann mach das einmal. Genau, dann gehe ich mal kurz auch in den Gebetsraum. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Nein sagen, weil es halt keiner mehr drin, ne, aber ja. Momentan könnte auch die, ich könnte auch das Abbasidenreich einen Krieg gegen Alva erklären, rein theoretisch. Gegen Alva einen Krieg erklären? Ja, oder halt gegen Benin, eins von beiden. Das warum denn gegen halt... Alva? Sind die nicht. Warum denn gegen Benin und Alva? Das ist doch Quatsch. Ihr könnt es, weil es KI ist, rein theoretisch. Gerade deine Aussage nicht ganz verstanden. Tut mir das leid. Sind zwei verschiedene Religionen. Es ist ja KI ja. Gesteuert. Rein theoretisch könnte die KI einen Religionskrieg starten. Das ist richtig. Gegen die beiden. Deswegen werden sie wahrscheinlich eher nicht Nein sagen. Okay. Do you understand? Ja, jetzt habe ich es verstanden. Es ging nicht ganz durch. Hallo. Guck, guck. Wer ist da? Kemet. Ah. Leo. Alva. Theophilia. Theophilia? Ne. Kemet, ja. Ich überlege gerade. Habt ihr eine Anspruchsmöglichkeit, dass ihr einen Krieg um ein Königreich führt? An Alva bzw. Kemet? Könnt ihr das? Also. Mein Charakter ist zufrieden. Der würde das nicht machen. Und er kann es auch nicht. Er kann es nicht. Es geht jetzt rein nur ums Obligatorische. Also würde er nicht machen, ist ja okay, verstehe ich. Aber ob es geht. Also ich... Ja. Könnte theoretisch halt die Kriege erklären. Ich bin gerade nur schon noch selbst noch im Krieg. Mit Kleinkrieg, ich muss nur noch eine Stadt belagern und es dauert so 2 Monate. Okay. Also ich denke, in 1 bis 2 Jahren bin ich auch bei mir fertig. Und ja, wenn Gott das Go gibt, wird dadurch, dass ich demütig bin, würde ich gegen jeden in den Krieg ziehen. Ich überlege gerade, wie das aussehen wird, wenn... Er wird bald versterben außerdem. Das ist gut. Wie wir das auf einen Schlag kriegen, das ist mein Gedanke. Und ob ich jetzt einen Kriegsgrund zum Beispiel ums ganze Königreich Ägypten mache und ihr dann einfach in kleinen Kriegen euch das wiederholt, weißt du, rein formal. Das, was wir abgesprochen haben. Achso, ja, immer Grafschaft oder Herzogtum und Herzogtümer, dann nur ja. Frieden, tschüss, hier habt ihr. Ja, so in dem, ja. Nee, weil es halt nicht anders zu regeln ist. Das haben wir ja in Portugal auch so gemacht und das war auch abgenickt von den Admins.
Ja, das ist hauptsächlich so, wenn wir jetzt Großafrika sind oder jetzt Afrika an sich, die Gruppe, das sich holt, dann ist es, wer wo was Roleplay-technisch am besten kriegt, weil normalerweise ist es ja so, wenn du jetzt nicht diese Gründe fiktieren müsstest, könnte ja, wenn du ein echter Herrscher wärst, eigentlich komplett so lang Krieg führen, bis du So. das hast, was du willst. Ja, Aber sieht es komplett frei. Da wird auch keiner mehr reingesetzt. das ist richtig. Ach, Dann das können wir ist das schön. also machen, ne? Ja. Jetzt ist nur die Frage, rein formal betrachtet, ob ich habe einen Kriegsgrund, das nennt sich in Königreich einfallen. Da ist es so, dass ich den Kriegsgrund bekomme und alle besetzten Provinzen. Das heißt, ich könnte euch als Bündnispartner nehmen. Irgendwie, das müssen wir gucken, wie wir es hinkriegen. Erkläre Wir den haben halt Krieg. nicht genug, wir haben nicht genug Reichweite. Was mit Alva? Nee, wir haben noch genug Reichweite. Nein, haben wir nicht. Nicht genug Ja, Reichweite? wir haben Ach, nicht so tatsächlich. Reichweite, schon die ganze Zeit nicht. Okay, dann müssten wir separat Krieg führen wahrscheinlich. Also ich kann nur im Herzogtum erstmal führen. Dann wäre das vielleicht ganz gut. Dann würde ich mit Kanem Borno zusammen. Und wenn ich irgendwie hinkriege, mit Benin ein Bündnis zu machen, mit denen zusammen diesen in Königreich einfallen Krieg machen. Und wenn wir den gewinnen, könnten wir alles nehmen bis zu unserem Ziel. Und dann könnten wir es hinterher immer noch verteilen, wie es uns am besten passt. Rein formal betrachtet, weißt du? Okay, dann würde ich das nämlich so machen, wenn Kanem Bornung mit dabei ist, wenn das in Ordnung geht. Du könntest auch gleich schon Krieg erklären, es wird halt dauern, bis ich komme, weil ich erstmal Juden fertig haben muss. Ja, nee, das mache ich nicht, weil das wird ein sehr enger Krieg, glaube ich. Auch wenn, Ich sag's ja nur. Also auch wenn das Hätte den Phoenix Göttern Empire nicht abgeklärt, dabei wieso, ist. Moment, hast du den Göttern abgeklärt, dass du das Nil-Delta halten darfst, Ja. Ja, das wurde abgeklärt. oder dass du es halten darfst, wenn wir dann ein Reich sind? Nee, ich darf es auch vorher schon halten. Ja, das ist wichtig, weil sonst, ne? Ja, sonst musst du erst mal hier unten alles zusammenficken, um dann da oben Rabatt zu Genau. machen. Genau. Außerdem ist es halt so weit weg, dass eigentlich von der Entfernung her gar nicht halten dürftest, normalerweise halt sonst, Genau, ne? deswegen ist er abgesprochen. Deswegen bin ich jetzt zuallererst zu denen Oh, gegangen. der Steppenbord hat auch die Farbe mal geändert. Ja, Auch wieder. in Yggdrasil hellgrün. hat sich auch wieder Und geändert. Yggdrasil Ist ist auch, dunkelrot geworden. Reise Ach, von jetzt. Alva? Jetzt sind sie Ja. ausgeblutet, oder was? Du Entschuldigung. wirst, glaube ich, ein Königreich verlieren, wenn dein Nein, werde Kai. ich Wenn... nicht. Erbteilung. Ja, aber hast du Nein, werde nicht ich irgendeine nicht. Info wegen Adal? Weil im Endeffekt meine Königin hat aktuell das Königreich von Adal im Besitz und der Sohn ist der Haupterbe, der bekommt dann diesen Titel. Dann habe ich nicht. Okay. Also das Königreich kann er vielleicht bekommen, er wird ja nicht unabhängig. So, ich habe jetzt erste Mal Erbteilung durchgesetzt. Jetzt dauert es halt wieder ein bisschen länger, bis ich die Kultur dann da reinkriege. Ja. Benin, hast du eine neue Info, wann du reinkommen kannst? Ich bin schon Er ist schon drin. drin. Du bist schon drin? Wann bist du denn eingejoint? Jetzt gerade von 2, 3 Minuten. Ach krass, habe ich gar nicht mitbekommen. Dann, du hast gerade noch interne Probleme. Ich würde dir jetzt einfach noch mal ein paar Minuten geben, das zu lösen. Und dann würde ich gucken, dass wir gemeinsam diesen Krieg führen, um Abba Seed. Und du sollst das Königreich Afrika bekommen in diesem Krieg. Ja, nimm mich gerne an, ja. Genau, Hätte also ich die gerne. Aufteilung war jetzt so, weil du nicht dabei warst. Zumindest war das in meinem Gedanken so. Du kriegst Afrika, Kanem Borno bekommt Kirenaika oder sowas. Das weiß ich noch nicht. Also das müsst ihr unter euch ausmachen. Ich bekomme das Nil-Delta, das eine Herzogtum Zaid. Und Alva und sein Untergebener, ich vergesse den Namen immer, Kemet, bekommen den Rest von Ägypten außer der Insel Sinai. Genau, Sinai ist wegen Muslime. I, warum ist Wegen den denn. Muslimen sicherheitshalber als Als Pufferzone beizubehalten. entmilitarisierte Zone, wie wir es immer Warum ist denn Rom jetzt blau? Das ist ja richtig ekelhaft. Oh Gott, ey. Ja, sauber. Das ist Muss nicht. richtig Ah, ekelhaft. Wir bleiben dann schwarz, oder? Ich Wollen wir bin jetzt ja. so viel hier Als saffen oder Kaiserreich. was? Also Mali zumindest, die Königreiche werden schwarz sein. Ich bin der Meinung, wir sollten das Kaiserreich dann auch schwarz machen.
Wir sind ein schwarzes Afrika, Moment. Ja, ich bin da ganz deiner Meinung, mein Freund. Ich hätte exakt nicht gegen ein schwarzes Kaiserreich. Eigentlich müssten sie doch Burgund, Purpur wählen, oder? Purpur? Ja, müssten sie. Solange ich meine Farbe, Farbe meines Reiches selbst quasi auswählen kann. Ja. Es geht weiter, glaube ich. Oder? Ja. Geht weiter. Okay, geht weiter. Ja. Okay, dann lass uns das bitte zeitnah angehen. Also auch an euch alle, dass ihr ein bisschen Geld zurücklegt für den Krieg, ne? Ich habe ein bisschen Geld zurückgelegt und ich glaube, Kemet auch. Ja, ein bisschen Geld ist untertrieben. Oh, tausend Dynasty. Ja, das ist bei mir hängt's gerade. Ja, bei mir jetzt auch gerade, weil einer rausgeflogen ist. Ja, weil irgendwo jemand bestimmt irgendwas gedrückt hat in der Pause. Die Ukraine ist raus. Ja. Das wünscht sich Putin auch, muss ich sagen. dass die Ukraine rausfliegt, oder wie? Ja. Ja, es ist halt nur so, es gibt halt leider in der Wirklichkeit keine Art, wenn die halt pausieren kann, bis die Ukraine wieder da ist. Ich muss mal meinen ganzen Bums hier mal verbessern. Ja gut, wenn die Ukraine rausfliegen wird, dann müssen wir hätten wir wenigstens mehr Geld für uns in Deutschland, ja. Wieso glaubst du das? Ja gut, die werden einen anderen Grund finden, irgendwas zu... Ja gut, hast recht. Ja, ich weiß. Oh, geil. Die verteilen das ja dann eh wieder um. Okay. Ich geb mich geschlagen.